Games-Branche ist mittlerweile Mainstream geworden, beziehungsweise Computerspiele an sich sind mittlerweile Mainstream geworden. Immer mehr Leute spielen auf den Geräten, die sie auch im Alltag benutzen, eben Smartphones, Tablets, PC. Wie sich das auf uns auswirkt, ist im Wesentlichen auch so, dass wir bunter werden inhaltlich. Also wir haben jetzt neue Plattformanbieter auch mit dabei, die vor 10 Jahren auf so einer Veranstaltung nichts verloren hätten. Und als besonderes Highlight natürlich auch die YouTube-Stars Gronkh und Sarrazar vor Ort zu haben. Da kann man einfach hingehen und sich angucken, was die machen. Das ist total spannend, auch für Leute, die nicht spielen selber, sondern das ist ein Massenphänomen, einfach was kulturell mittlerweile verankert ist und entsprechend auch jedem Spaß macht. Man muss nicht Computerspiele selber spielen, auch zu Hause, um beim Game Fest, bei Amaze, bei der Quo Vadis und anderen Veranstaltungen der International Games Week was mitnehmen zu können.